Ich wohne jetzt hier. Seit ich ein Kind bin, habe ich diesen einen Traum von meinem eigenen kleinen Bauernhof. Vor 5 Jahren habe ich angefangen, nach diesem Hof zu suchen. Wenn wir den Hof kriegen, dann wird das hier meine neue Ziegenweide. Und es folgten endlos viele Besichtigungen, Absagen und Bieterrunden, die ich verloren habe. Wir haben gestern Abend den Hof abgesagt, weil es einfach letztendlich zu teuer ist. Und dann habe ich diesen Resthof von 1850 gefunden und ersteigert. Dieser Hof gehört jetzt offiziell. Ich kann nicht glauben, dass es jetzt endlich so weit ist. Das ist unglaublich. Ich meine, wir werden an diesem Ort leben. Warum ich einen Bauernhof will? Deshalb. Ich liebe Selbstversorgung und es ist meine allergrößte Leidenschaft überhaupt, unser eigenes Obst und Gemüse anzubauen, morgens die Eier aus dem Hühnerstall zu holen, unseren eigenen Käse herzustellen, im Sommer die Ernte haltbar zu machen und unsere Vorratskammer bis unter die Decke zu füllen. Genau das mache ich seit über 10 Jahren und nein, dafür braucht man nicht unbedingt einen Hof. Bis vor einer Woche habe ich in einer Wohnung mitten in der Stadt gewohnt und keinen Quadratmeter eigenes Land besessen und für meine Selbstversorgerprojekte einfach immer die Augen offen gehalten nach Grundstücken, die so ein bisschen verwildert aussehen. Dann habe ich die Besitzer gefragt, ob ich die Grundstücke gegen Pflege nutzen darf und so immer genug Platz gefunden, um meine Selbstversorgerprojekte umsetzen zu können. Aber immer das ganze Werkzeug durch die halbe Stadt transportieren zu müssen und nie auch nur einen Obstbaum pflanzen zu können, war auf Dauer einfach unbefriedigend. Ich brauche so dringend einen eigenen Bauernhof mit festen Zäunen, wo keine Ziege in diesem blöden Elektronetz hängen bleibt. Bitte! Mama, ich habe einen Hof gefunden. Ich habe gerade den Kaufvertrag unterschrieben. Heute in 7 Tagen bekommen wir die Hausschlüssel. Ich kann gar nicht sagen, wer aufgeregter ist, mein 9-jähriger Sohn oder ich. Jedenfalls habe ich für uns beide einen Hof-Countdown gezeichnet, auf dem wir jeden Tag ein Hühnchen anmalen können, bis es dann endlich soweit ist und wir unsere Schlüssel bekommen. Ein paar Brustfedern noch. Sind die alle in einer Rinne, wo sie die Eier reinlegen? Nein, das ist eine Stange, wo die alle drauf sitzen. Ich glaube, da will ich bleiben. Du meinst die letzten drei. Welcome to my life. Eine Woche vorm Umzug hatte ich die glorreiche Idee, erstmal meine komplette Wohnung auszumisten. Dafür schmeiße ich immer alles, was ich besitze, auf einen Haufen und gehe dann jedes einzelne Teil durch und gucke, ob ich das wirklich, wirklich behalten möchte. Und ja, das ist mein Weihnachtsbaum, der hier noch steht, Anfang Juli. Fragt nicht, Leute, fragt nicht. Aber wir haben mit dem Weihnachtsbaum noch etwas sehr Schönes vor. Tag, an dem wir die Hofschlüssel bekommen. 5 Jahre ist es her, dass ich den ersten Hof angeschaut habe. Und ich hätte nie im Leben gedacht, dass es so lange dauert, bis wir endlich an dem Punkt sind. Und trotzdem ist es jetzt so absurd, dass heute der Tag sein soll, an dem dieser Traum wahr wird. Ich freue mich so. Wir ziehen erstmal nur ganz provisorisch um mit einer Matratze und 10 Umzugskisten und unserem Weihnachtsbaum. Und sobald wir den Fußboden fertig abgeschliffen haben und alle Wände gestrichen sind, machen wir dann in ein paar Wochen den großen Umzug auf den Hof. Kann ich den Baum rauswerfen? So 3 ältere Damen vorbei und die haben sich sehr gefreut, wie gut erhalten der jetzt ist.
bin einfach so glücklich gerade. Fast 17 Jahre betreibe ich jetzt Selbstversorgung auf den Grundstücken von anderen Leuten. Musste immer zum Beispiel zum Melken, zu meinen Ziegen, richtig weit wegfahren. Jetzt können wir einfach alles, was wir machen wollen, direkt hier am Haus machen. Und mit diesem einen Schritt, dass wir jetzt hier sind, kommt es mir auf einmal völlig absurd vor, dass ich das jemals anders hingekriegt habe. Aber es ging so lange. Aber es ist so schön, dass das jetzt einfach nicht mehr sein muss. Es kommt bald noch eine komplette Hof- und eine Gartentour auf meinem Kanal. Aber hier seht ihr schon mal, wo später der Gemüsegarten hinkommt. Und als nächstes sind wir in die Scheunen gegangen und haben alles nochmal ganz alleine für uns erkundet. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich mich seit Ewigkeiten auf den Hof freue, aber auch, wie schwer es mir gefallen ist, von meinem alten Zuhause und dem alten Garten Abschied zu nehmen. Und tatsächlich bin ich jetzt, wo ich den neuen Garten habe und anfange, richtig große Pläne zu schmieden, so gut wie gar nicht mehr im alten Garten. Wir sind wirklich so gut im neuen Zuhause angekommen. Es ist einfach so schön hier. Es fühlt sich so richtig an, hier zu leben, und es fühlt sich irgendwie so an, als wären wir schon immer da gewesen. Das ist so seltsam. Wir kommen überhaupt nicht mehr hinterher mit der Beerenernte, mit den ganzen Kirschen. Wir waren schon so ein bisschen zu spät eigentlich für die Kirschen. Also die meisten sind einfach schon faul. Wären wir eine Woche früher eingezogen oder zwei, wäre es perfekt gewesen. Aber wir konnten nicht mehr so viele retten, leider. Aber dafür gehen wir in Beeren unter. Das ist der Wahnsinn. Ich mache jetzt gerade noch Fruchtleder. Ursprünglich war der Plan, dass wir uns in den ersten Wochen voll und ganz auf die Renovierung konzentrieren, damit wir möglichst bald einziehen können. Aber ihr kennt mich, ich kann es nicht lassen. Das Haus kann warten. Im Garten ist es einfach viel schöner. Okay. Oh wow! Oha, wie krass! Wie warm! Oha! Ich hätte bei dir so lange in der Wohnung gestanden. Ja! Willkommen zu Hause! Ja!